Also prinzipiell ist es ja so, dass Bayern tatsächlich so viele Menschen hat, dass man gar nicht sich auf einen Trend festlegen kann. Wir haben 34 Millionen Gäste, die nach Bayern kommen, über 90 Millionen Übernachtungen. Da will man eigentlich alles. Also was sicherlich ein großes Thema ist, ist die Kultur, ist die Architektur, ist das Naturerleben. Städtetourismus boomt, die Städte haben fantastische Zuwachszahlen. Was ein großes Thema mit Sicherheit ist, ist das ganze Thema Gesundheit. Ja, wirklich länger gesund bleiben, und damit meine ich auch gar nicht jetzt das indizierte Krankheitsbild, gegen das man aktiv wird, sondern ich meine konkret das Bewusstsein der Menschen, frühzeitig etwas für die eigene Gesundheit im Urlaub zu tun. Und da sind natürlich unsere 47 Heilbäder, die wir haben, perfekt aufgestellt, die wirklich tolle Leistungen haben, tolle Angebote haben, alle qualitätsgesichert mittlerweile. Es ist immer ein Mediziner dabei, und da kann ich sehr schön meinen Familienurlaub auch damit verbinden, dass ich etwas tue, um frühzeitig gegen meine Wehwehchen zu agieren oder nachzujustieren. Das ist sicherlich ein großer Trend, wie gesagt, neben dem klaren Stadttourismus, neben dem Outdoor-Tourismus, und über allem steht eigentlich das Thema Individualität. Also es ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Wenn Sie mich jetzt ganz persönlich als Jens Huwald, als Familienvater von zwei Jungs fragen, dann muss ich sagen, ja, wir haben natürlich ein persönliches Ziel. Wir leben in München. Also Oberbayern ist natürlich vom Landschaftserlebnis, von den Möglichkeiten im Winter, ob nun Skifahren, Rodeln, Schlittenfahren, fantastisch mit den Kindern. Ich persönlich schätze aber auch wirklich sehr den Bayerischen Wald, genau aus den Gründen. Der Bayerische Wald ist eine tolle Familiendestination, hat tolle Häuser mittlerweile, in denen man dann auch noch Wellness machen kann. Und was ich persönlich sehr schätze, ist das Weinland, das fränkische Weinland, wo wir nicht nur ein fantastisches Produkt zum Genießen haben, wir haben ein tolles architektonisches Konzept, ein gesamttouristisches Umfeld. Dieses Bed and Breakfast im Weingut ist sehr, sehr gut aufgenommen, aber das machen meine Frau und ich dann ganz klar ohne die Kinder. Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot bei uns hier im Naturpark Oberer Bayerischer Wald. Wir haben ein Angebot für Familien mit kleinen Kindern, mit größeren Kindern. Wir haben ein tolles Angebot für Aktivurlauber wie Wanderer, Radfahrer, aber auch Mountainbiker, auch grenzüberschreitend nach Böhmen. Wir haben ein Angebot für Gesundheitstouristen mit dem Kneippheilbad Bad Kötzing als Vorreiter. Und wir haben natürlich auch ein tolles Angebot für Kulturbeflissene mit unserem Festspielsommer im Landkreis Cham, mit den historischen Festspielen und auch mit allen anderen Festspielen auf unseren tollen Kulissenbühnen. Der Tourismus steht ja auch ganz in dem Megatrend der Digitalisierung. Und weil wir diesem Trend auch Genüge tun wollen, haben wir diesen digitalen Touch-Kiosk hier mitgebracht, der unter der Prämisse entwickelt wurde, dass die Information zum Gast kommen muss und nicht der Gast zur Information. Hier kann der Urlaubsgast Informationen über seinen Urlaubsort, über Ausflugsziele, über Wandertouren, Sehenswürdigkeiten tagesaktuell abrufen, kann diese Informationen für sich mitnehmen, aufs Handy laden und dann gleich losstarten.